Sehr gut. Damit haben wir auch den Steinkreis des Apis abgeschlossen. Aber ich habe gesehen, da gerade auf der Karte, da fehlen noch so zwei, drei Fähne auf jeden Fall noch. Vielleicht sind die jetzt schon mal ein bisschen genauer markiert. Irgendwie sehe ich, wieder sehe ich es immer erst auf den zweiten Blick oder die kommen dann erst nach und nach. Das sieht hier auch schon wieder nach so Steinkreisgebiet aus. Habe ich hier eine Schnellreise? Oh, so halbwegs. Das ist irgendwie alles nicht so. Oh, hier ist er viel näher. Mache ich vielleicht so ein bisschen die Steinkreise mal. Das ist ja auch alles noch auf meiner To-Do-Liste. Genauso wie die Einsiedlerplätze. Wenn ihr das schon kennt, wie ist das? Kann ich. Gibt es für diese. Für diese, Kieselstein, oder wie nennen sich die Kiesel. Wie nennen sich die denn überhaupt? Wie nennen sie sich? Kiesel, für das Kieselglas. Gibt es da nur die Rüstung oder gibt es auch tatsächlich noch andere Items irgendwie, die ich. Weil ich finde die Rüstung, ja gut, die ist ein bisschen abgespaced irgendwie, die passt für mich nicht so richtig ins Setting hier rein. Warum meditiere ich jetzt? Hab ich aus Versehen das M gedrückt gehalten. Mal nochmal. So. Bei Tageslicht das Ganze sehen hier. Das ist schon sehr beeindruckend. Auch Q wollte ich nämlich gedrückt halten, damit das Pferd rankommt. So. Und das sieht ja wohl Hammer aus, oder? Ach, dieses Spiel. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hinreiten wollte. Das war nämlich hier hinten in die Richtung. Da war nämlich noch irgendwas, was da noch so ein bisschen besonders eingezeichnet war. Bin auch immer noch nicht sicher, ob das schon immer so war. Oder jetzt irgendwie erst seit neuestem, seitdem da irgendwelche Updates kamen, dass dann solche Orte besonders eingezeichnet werden auf der Karte. Kann man wahrscheinlich alles googeln und so weiter, wo die ganzen Spots sind, aber dann erkunde ich dann doch lieber alleine die Welt. Oh, was ist denn hier los? Achso, ich dachte, die wären ja alle tot, oder? Ne, leben noch, okay. Sah ich ein bisschen anders aus. Man bekommt nur die ISO-Rüstung, okay. Und die hat ja irgendwie so mit hier mit Tagfahrlicht und so weiter, irgendwie, sag ich mal. Das finde ich ein bisschen. Wenn dann. Oh, ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt, ein Pferd tatsächlich zu reiten. Weil ich finde ja irgendwie so, wenn man in Ägypten ist, dann muss man aber auch irgendwie so ein Kamel reiten. Ich kann ja nicht einfach mit einem Pferd durch die Gegend reiten. Aber gut, als das dann legendär war, dann dachte ich, ja gut, dann nimmst du dann doch lieber das. Es sieht aber auch schick aus, oder? So. Papo, denkst du, ich werde viele Kinder haben? Hoffentlich schenkst du deiner Mutter und mir viele Enkelkinder. Dann muss ich mir wohl eine Frau suchen. Du bist jung, mein Sohn. Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich werde mich nicht hetzen, aber was ist, wenn ich es schon weiß? Du musst erst lernen, ein Magi zu sein. Oh, Taveret. Das Nilpferd, das auf zwei Beinen läuft. Die Herrin des Geburtshauses. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit und der Geburt. Als Geliebte des Horizonts bringt sie die alljährliche Flut des Ar. Mein Gott, sieht das schick aus hier.
Also ich glaube, da kann man... Es gibt schlimmere Orte, um irgendwie mal aufzuwachen. Also das sieht schon Hammer aus. Gut, haben wir also den Steinkreis auch. Da müsste ja mindestens noch zwei sein, die ich da finden kann. Ich habe keinen Überblick, ehrlich gesagt, wie viele Steinkreise ich bisher gefunden habe. Gucken wir aber mal hier nochmal drauf. Vielleicht finde ich ja nochmal hier so einen Hotspot. Pferd muss ich auch sagen, es kommt mir auch schneller vor, das Pferd. Aber trotzdem, das war mir völlig egal. Ich fand, wenn ich in Ägypten bin, dann muss ich auch mit einem Kamel durch die Gegend reiten. Wie gesagt, ich habe aber kein legendäres Kamel, deswegen habe ich dann doch nachher, nachdem ich irgendwelche Wagenrennen gewonnen hatte, hatte ich dann irgendwie dieses Pferd bekommen, das legendäre. Und habe dann das eben halt genommen. Gibt aber noch eins für die anderen Wagenrennen. Muss ich also, irgendwann muss ich das auch nochmal machen. Und ja, Streitwagen kriegt man, glaube ich, nur, wenn man diesen Skill freischaltet. Ne? Es gibt ja hier diese Fähigkeit, dass man, ist das, wo war das hier irgendwo, dass man irgendwie, genau hier, Streitwagenbesitzer, du kannst einen schnellen Streitwagen kaufen. Das kann sein, dass der schneller ist. Klar, 2 PS, da müsste er eigentlich im Normalfall schneller sein. Aber dafür wollte ich bisher noch keine Punkte ausgeben. Kann mir gut vorstellen, dass der dann wirklich schneller ist. So, wo haben wir hier noch irgendwelche Hotspots, die ich noch erkunden muss? Also ich bin ja eigentlich jetzt auf der Suche nach hier solchen Fragezeichen, die dann immer so ein bisschen golden, goldgelblich schimmern. Irgendwie jedes Mal, wenn ich über die Karte gehe, sehe ich neue Hotspots. Spätestens in-game würde er mir die wahrscheinlich anzeigen in dieser Navigation. Sorry, ich habe das Game zu 100% durch. Kein Problem. Also davon 100%, das ist hammerhart. Da musst du ja wirklich die letzten, seit Oktober, seit 27. Oktober, da war das Spiel raus. Da musst du ja, dann dein ganzes Leben umgekrempelt haben. Also wenn ich mir vorstelle, wirklich 100%, das sind ja sämtliche Symbole hier. Boah, das finde ich sehr, sehr, da muss man schon echt viel Zeit aufbringen. Motivation ohnehin. Hier, achso, da kann ich noch nicht hin. Das wird wahrscheinlich dieser Raum sein, ne? An der Sphinx. Kann ich noch nicht hin. Das heißt, ich muss noch Steinkreise suchen. Hier oben, da fackelt da schon wieder was. Markiere ich mir. Könnte auch wieder ein Steinkreis sein. Aber dann Respekt. Also, das ist schon echt. Und dann wahrscheinlich auch schon alle Items auf 40 hochgezogen und... Dann wartest du ja förmlich nur noch auf das DLC. Aber das ist echt jede Menge Arbeit. Ich bin so schön überrascht, wie viele Sachen ich... Ich habe jetzt um und bei 100 Spielstunden ungefähr. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Das ist absoluter Hammer. Wenn du es zu 100% durch hast, dann kannst du uns ja wahrscheinlich auch verraten, ob es vier Kämpfe gegen Kriegselefanten gibt oder ob es insgesamt nur vier Kriegselefanten gibt. Also ich hatte jetzt 3 Kämpfe. Einer, wo 2 Kriegselefanten drin waren und 2, wo jeweils ein Elefant drin war. Die Frage für mich ist jetzt, ich weiß, dass es irgendwie 4 Kämpfe oder 4 Elefanten gibt. Das ist jetzt natürlich die Frage. Schon wieder neuer Ort, das gibt's noch nicht. Ach, die Frage hat sich gerade beantwortet. Oh nein. Ich hoffe, das wird einfacher als die letzten. Also der letzte Kampf war schon extrem schwer, muss ich sagen. Aber hier scheint sich nochmal einer aufzutun. Ich hoffe, es gibt hier nochmal ein paar Pfeile. Dann muss ich nicht noch extra losrennen und neue kaufen. Da sind Pfeile. Oh. Eieiei, gut. Das war Zufall, dass sich die Frage so schnell beantwortet. Also von selbst beantwortet. Munition ist voll. Okay, gut. Ja, ich muss wahrscheinlich erstmal gucken, wie der Elefant kämpft. Obwohl, ich müsste wahrscheinlich trotzdem nochmal wieder hier switchen. Das kann nicht schaden, wenn ich immer das gleiche Setting benutze wie beim letzten Mal. Das macht Sinn. Dann habe ich hier den Jagdbogen. Da würde ich wieder den leichten Gesundheit bei Treffer. Den nicht nur 9 bekommen. Das ist doch keine Gesundheit bei Treffer. Ich habe tatsächlich jetzt einen stärkeren Bogen noch. Kann nicht schaden. Das kann nicht schaden. Der macht noch ein bisschen mehr Schaden. Sehr gut. Also ganz gut, dass ich den jetzt tatsächlich sogar noch habe. Ja, und ich denke, mit dem Setting müsste ich da eigentlich ganz gut durchkommen. Hat der eben auch geklappt und der war schon irre schwer. Ich hoffe jetzt mal, dass der nächste jetzt auch nicht... Komm hier, dann kommen wir nochmal... Schauen wir hier nochmal einen rein. So, dann soll das auch ganz gut klappen. Viel Spaß und mir selbst viel Glück.
Ja, stinksauer. Wie sollte es anders sein? So, boah. Okay, was macht der jetzt? Der macht doch irgendwas gerade der doch jetzt gerade vor. Irgendwas, was nicht gut ist für mich. Der ist aber auch schon wieder so aggressiv hier. Oh, der rastet. Der geht einmal voll durch hier. Steh auf! Boah, der holt aber richtig aus. Okay, könnte auch relativ schwierig werden. Jetzt langsam mal wieder Pfeile. Gesundheit ist voll, das ist die gute Nachricht. Schlecht ist, dass mir ein Elefant im Rücken sitzt. Eieieiei. Ah, gut, mit den Bögen ist es dann doch nicht schlecht, weil die Gesundheit dann immer wieder zurückkommt. Eieieiei. Das ist echt schwierig. Nein, hör auf, hör auf. Das Gute ist, dass er auch mal gleich die Pistole hier aufbaut. Hör mal auf jetzt. Boah, jetzt macht er aber einen Schaden. Jetzt rastet der nämlich genauso aus hier wie der andere. Oh, sag mal! Geh auf! Oh, sag mal, hör auf jetzt! Oh, nein, ich habe keine Pfeile mehr.
Oh, fuck, 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 fuck. Also der verschießt keine Pfeile hier. Oh, hallo, hallo, hallo. Auf jetzt. Hör auf jetzt! So, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein Ultimate. So, hoffentlich war es das jetzt. Ich habe sie alle, oder? Ich glaube, ich habe sie alle. Oh, mal gucken, wie ich jetzt ein Achievement dafür bekomme. Voll glaube ich das nicht wirklich. Der war auch schon wirklich sehr knackig, aber ich glaube, der davor war noch ein bisschen schlimmer. Aber jetzt war ich auch ein bisschen drauf vorbereitet, muss man dazu sagen. Puh, ey. Waren das alle, frage ich mich jetzt. Jetzt habe ich auf jeden Fall 4 Kämpfe gemacht. 4 gewonnen. Allerdings keine Schiffe bekommen, deswegen weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das jetzt alles war. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass das jetzt... das Thema durch ist. Man muss dazu auch sagen, ich habe ja nach dem letzten Elefantenkampf habe ich auch nochmal das Setting umgestellt, habe nochmal ein bisschen generell, also nicht nur diese Sachen umgestellt, sondern auch Fähigkeitspunkte dann noch verwendet. Wo ist denn hier ein Ausgang? Nur da hinten? Puh. Gut. Aber damit sollten die Elefanten dann wesentlich Geschichte sein. Hoffe ich. Gut, so, jetzt bin ich wieder draußen, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt alle geschafft habe, das weiß ich nicht. Ausrüstung, was Neues bekommen habe ich auch nicht. Einen Fähigkeitspunkt habe ich bekommen, den werde ich jetzt aber mal wieder hier auf meinen Nahkampfschaden setzen, weil ich ja sowieso eher nach oben geskillt habe irgendwie und auf massig Schaden im Nahkampf setze. Hier nehme ich wieder das habe ich jetzt zweimal so schon. Gut, dann kann das eine hier schon mal weg. Das ist ja auch interessant. Vielleicht kriegt er ja ordentlich Kohle für. Dann kann ich vielleicht schon mal wieder eine Waffe upgraden. Hier nehme ich lieber einen Jagdbogen. Der ist für mich dann doch besser zu benutzen, so in der Zwischenzeit. So, und das passt alles. Ja, dann müsst ihr vielleicht mal einen Händler aufsuchen. Dann habe ich vielleicht mittlerweile genug Geld zusammen. Können wir mal gucken. Haben wir hier einen Händler? Natürlich nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt wirklich alles war, was... hier haben wir nur... Warum haben wir hier 3 Weber und nicht einen Schmied? Kann auch nicht sein. Vielleicht sogar noch ein Ort, wo ich eine Pharaonenstatue wegkloppen kann. Hab ich hier überhaupt noch einen Ort irgendwie? Hier sind 2 Schmiede auf einer Fläche, das kann auch... Naja. Gut, gehen wir mal eben hier hin. Das heißt... Sei's drum. Das sind echt so Kleinigkeiten, die immer animiert sind. Das ist echt krass. Hier ist doch schon der Schmied. Sei gegrüßt, Freund. So, erstmal auf. Achso, aufrüsten kann ich noch gar nicht. Auffüllen will ich erstmal. Hauen wir ein paar Pfeile rüber. Dann möchte ich verkaufen. Was habe ich alles an Quatsch? Und die Gegenstände weg. Dann gucken wir mal, was wir... Ich habe dieses eine Schild, habe ich jetzt mittlerweile 2-mal. Einmal in 40, einmal in 39. Das heißt, das kann hier wegkriegen. Direkt 1000 Drachen. Sehr gut. Damit müsst ihr eigentlich mein Schwert dann auch wieder aufwerten können. Ich glaube, die Herstellungsmaterialien brauche ich nicht mehr, solange ich ist gut. Nichts weiter upgraden kann. Das kann ja alles weg. Achso, der raus. Ja, bringt immer nicht so viel Geld, muss man sagen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt Hepzifers Schwert aufrüsten kann. Dann ist das auf der stärksten Stufe, was es aktuell gibt. Sehr schön. Das freut mich. Wirklich ein richtig starkes Schwert, finde ich. Und dann fehlt mir eigentlich
zumindest noch hier mein Schild müsste ich dann nochmal aufrüsten. Was kostet das? Kostet, glaube ich, sogar noch mehr. Genau, 6240. Aber das hat dann Nahkampf, Fernkampf, Widerstand, was ich extrem stark finde. Also wenn das jetzt noch Gesundheit bringen würde, das wäre also Gesundheit bei Treffer oder irgendwas. Das wäre schon enorm. So. Jetzt bin ich hier irgendwie voll im Modus gerade. Gucken wir mal, ob ich jetzt irgendwo nochmal so ein Fragezeichen finde hier. Außerdem da in der Pyramide. Alexandria sehe ich jetzt erstmal hier nix flackern. Aber hier müssen ja noch Steinkreise sein. Also das sieht zwar prädestiniert aus, aber es scheint nichts zu sein. Irgendwas scheint hier noch zu übersehen. Das ist schon Steingeheimdienst. Ach, sein Geheimdienst, okay. Stein. Warum lese ich denn Stein? Sehe ich jetzt erstmal hier nichts, irgendwie, was jetzt nur noch. Ein Fragezeichen, das jetzt hier irgendwie noch irgendwie besonders hervorscheint. Im Moment nicht. Vielleicht muss ich auch irgendwie grob in der Gegend sein, das kann auch sein, dass ich das dann erstmal angezeigt bekomme. Da ist ein Steinkreis, aber der nächste wird wahrscheinlich ein bisschen weiter weg sein. Hier waren auch irgendwie Gebiete, wo ich schon dachte, irgendwie, Mensch, das sieht aber verdächtig nach einem Steinkreis aus. Kriegselefant, was haben wir hier? Hier wird wahrscheinlich wieder so ein Grabmal sein. Warum wurden hier so viele... Achso, hier waren ja die Göttinnenkämpfe. Oder Gotteskämpfe. Aber ich sehe jetzt hier erstmal kein Fragezeichen, was jetzt hier so golden schimmert. Das ist ja doof. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht nochmal auf der Navigation angezeigt werden. Könnte natürlich sein. Was haben wir hier? Das sieht auch so ein bisschen... Geht es wahrscheinlich in eine Höhle rein. Sieht auch nicht, dass hier noch eine Festung oder irgendwas aus Steinkreis wäre jetzt natürlich nochmal was Schönes. Oder natürlich hier meine Kopfgeldjäger. Hier, warum die immer zusammenhängen, das verstehe ich sowieso nicht. Die rennen irgendwie immer zusammen zu zweit durch die Gegend. Natürlich auch nur so ein Ziel, was ich abschließen möchte. Oh, das ist schon. Oh, das ist gleich schon eins, sehe ich gerade. Meine Daily Quest gibt es natürlich nicht. So, jetzt müssen wir mal. Was soll das werden? Dürfte eigentlich nicht das Problem sein, den dann auch wegzuklatschen. Hoffe ich zumindest. Also, der 38er hat mir überhaupt keine Probleme bereitet. Der kam ja fast gar nicht dazu zu schlagen, überhaupt. Insofern glaube ich nicht, dass mir jetzt der Kopfgeldjäger hier irgendwelche Probleme macht. So, wir reiten schon mal. Reitet auf dem Kamel sogar. Da! Der Medjay! Eieieiei, ist der schnell, ist der schnell, ist der schnell, komm gar nicht weg. Du wirst nie befürchtet. Eieiei, also wenn er zum Schlagen kommt, dann ist er schnell. Genauso wie ich. Dieses Feuerschwert, das ist einfach zu stark, weil der kann sich die ganze Zeit gar nicht bewegen. Mein Homely in einem Schlag weg. Nein, doch noch nicht. Wehrt sich auf jeden Fall ganz gut. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Okay. Gut, vielleicht gibt es dafür auch wieder eine legendäre Waffe. Das wäre natürlich schön. Die Lacke besiegt. Nochmal. Wollt ihr mich verarschen? Wieso kriege ich jetzt jedes Mal das Schild? Ich meine, ich kann das zwar verkaufen, aber das kann doch. Jetzt habe ich das tatsächlich zweimal im Level 40, genau dasselbe. Das kann auch nicht sein, ne?
Ja gut, kann ich für 1200 kann ich es verkaufen, aber ansonsten bringt mir das auch nicht wirklich was. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, dann suche ich mal den zweiten Kopfgeldjäger, der hier irgendwo rumkrebste. Da hinten ist er, der Galater. Okay, ich sehe hier schon wieder den Vater Morgana. Was passiert, wenn ich das Ding verfolge? Ich habe sowas noch nie verfolgt. Ich habe das immer zwar gesehen. Kann ich das aufsammeln? Und weg. Ich glaube, das kann ich überhaupt nicht fangen. Also es scheint aber nur... So, da ist der Kollege. Wow. Macht eine Pinkelpause anscheinend. Jetzt versuchen wir ihn mal anzuschleichen. Wow. Das ist nicht, was man. Oh. Der macht tatsächlich eine Pinkelpause. Oder? Magi! Ha! So, das bringt schon mal zu viel, weil er relativ viel Schaden bekommt, aber. Oh, der ist auch ziemlich schnell unterwegs. Oh, eieiei, der hat mir einen Ausmacher. Ich schmeiße viel Gesundheit auf jeden Fall. Und also ich füllt sie meine Adrenalin auch direkt auf. So, der ist auch Geschichte. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ob jetzt überhaupt noch welche durch die Gegend rennen. Nichts verfolgt die Quest in der Nähe. So. Ach stimmt, ich habe ja noch eine Quest, die habe ich auch noch. Ein Dritter. Sie gehören zusammen. Zweifellos schützen sie etwas Wertvolles. Stimmt, es gibt ja noch... Aber weigert sich, den letzten Schlüssel herauszugeben. Sie beschäftigt sich mit einfachen Aufgaben in diesem traurigen Fischerdorf östlich von Herakleion. Herakleion... Wo ist denn Herakleion? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Herakleion, da soll es dann wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll es dann da irgendwas geben, was ich da aufschließen kann mit den Schlüsseln. Herakleion, ja, frag mich nicht, wo das war. Könnte rein theoretisch überall gewesen sein. Aber es müsste ja irgendwo bei den Griechen da oben irgendwo sein, ne? Herakleion hört sich so ein bisschen griechisch an. Könnte gut sein, dass das hier wo in der Nähe war. Da, das war östlich. So, irgendwo hier. Hier scheint es irgendwo einen Ort zu geben, den ich dann nachher aufsperren kann. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich bin mir nicht 100% sicher. Oh, Louis, du bist ein Tier. Vierter Elefant down. Konnte ich jetzt erst schreiben. Achso, war selbst mit Age of Empires beschäftigt. Ja, danke für die netten Worte. Norden. Das grüne Ausrufezeichen haben wir uns auch noch nicht angesehen. Hallo, Mario. Genau, hallo. Das grüne Ausrufezeichen, ja. Das könnten wir natürlich auch machen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alle Kollegen hier weggesnackt? Die ganzen Phylakis. Bin ich mir nicht unter. Gibt eine legendäre Montur. Hört sich sehr interessant an auf jeden Fall. Aber ich könnte sein, dass noch irgendwo in der Welt welche rumrennen. 240er habe ich jetzt gerade gemacht. Das war nicht das Problem. Ich habe auch schon, glaube ich, schon wieder ein Schild bekommen, oder? Nee. Diesmal habe ich irgendwas anderes bekommen. Ich weiß gar nicht was. Da sieht jetzt. Sieht das nicht aus, als hätte ich was Neues bekommen? Habe ich einen Bogen bekommen? Da? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eben gerade bekommen habe, aber es wird gut sein. Hier habe ich auch den Todessturm, habe ich auch zweimal. Sehe ich gerade mal. Einmal in Level 35 und 29. Kann ich tatsächlich verkaufen. Wenn ich die doppelt habe, kann ich die natürlich verkaufen. Bringt natürlich dann auch ein bisschen Geld. Rauch und Spiegel habe ich auch doppelt. Könnt ihr auch den niedrigeren mal rausschmeißen. Zumal die gleichen Attribute haben. Also das sind dann wirklich die gleichen Bögen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich war jetzt erstmal nur... Aber weigert sich, den letzten Schlüssel rauszugeben. Sie lebt und arbeitet nun in dem traurigen Fischerdorf östlich von Hartland. Erzählt den Kindern von ihren früheren Heldentaten. Natürlich konnte ich den Schlüssel stehlen. Aber als Veteranin gebührt ihr Respekt. Ich versuche mit ihr zu reden, wenn ich weiß, dass ihr einen großen Schatz... großen Schatz sehen wollen. Der letzte Schlüssel.
Vielleicht sollte ich diesem traurigen Fischerdorf mal einen Besuch abstatten. Okay, dann scheine ich ja tatsächlich mal alle... Okay, das klingt gut. Also ich scheine ja wirklich jetzt alle Kopfgeldjäger aus Korn genommen zu haben. So. Das ist schon mal die gute Nachricht. So, da ist die Quest. Ach, hier, guck mal hier, jetzt wird mir das auch...